Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Das ist so für mich eine schöne Zusammenfassung in der Mischung aus Immanuel Kant und Walsertum, ich weiß es nicht. Also, dass man sich bewusst ist, man hat das Recht, ein eigenständiges Individuum zu sein. Man muss auch für das kämpfen, aber man muss sich auch immer wieder Gedanken machen, wo Trampli wünsche im nächsten in den Garten, vom kleinen Nachbar, Familie bis hin eben zu der Völkergemeinschaft. Holz haben wir. Hat sich noch Haufen Cheaten. Ja, das ist ein Artikel aus dem 86, wo sie dem Thema widmet, wie viel soll man auf einem Meiensass ausbauen, umbauen, bis es am Schluss vielleicht gar nicht mehr den Charakter hat von einem Meiensass. Das war auch ein bisschen die Idee von meinem Matti, von meinen Eltern, dass man da aber einfach bleibt, dass man da keinen Strom hat. Man hat bis jetzt auch kein Solarpanel aufgehängt oder ein WC gebaut. Also zum Einsatz gehört der Matti, wir dürfen es halbwegs brauchen. Geboren bin ich in Zürich, im Triemlispital. Dort hat die Rätti auch geschafft, aber er ist ein Fiederscher, die Mama in Nazeri. Dann, als ich in die Spielgruppe gekommen bin, anfangs Kindergarten, noch in Zürich kurz, sind wir nach Lambarene im Gabun, Afrika, wo Tati im Albert-Schweitzer-Spital gearbeitet hat. Und ich bin dann mit dem Bruder zusammen dort zuerst in den Kindergarten und nachher in so etwas wie eine Vorschule. Und wo ich dann in die erste Klasse gekommen wäre, der Bruder in die zweite, sind wir zurückgekommen in die Schweiz, Gschiers, und dann bin ich zuerst aufgewachsen. Dort in die Primarschule, das Untergymnasium, das Lehrseminar gemacht. Nachher in der Rekrutenschule, wie sie das gehört, auf Isone. Und dann habe ich Schule gegeben, Stalwil, Teilzeit, einmal habe ich mehr als Teilzeit, und dann habe ich Politik, Wissenschaft und Staatsrecht und Völkerrecht studiert. Ich habe viele Erinnerungen an Afrika. Ein Beispiel, das ich auch gerne erzähle im Nachhinein, ist, meine, der Bruder und ich sind als die einzigen zwei Weissen in einen Kindergarten kam mit über 20 aus dunkelhäutigen Kindern. Und uns ist es ein bisschen so gegangen, wie vielleicht ein Haufen, die eben aus dem Ausland zu uns kommen. Wir sind die Aussenseiter gewesen. Wir sind berührt worden wegen der weißen Haut oder wegen der glatten Haare auf dem Kopf. Und der Bruder weniger, aber ich habe auch ein paar Mal aufs Dach bekommen, weil ich mich nicht so recht anzupassen bin. Und er war so schöner, wie ich sie eigentlich gerne hatte. Neugierig, weil er etwas wissen. Umgekehrt, ja, nicht gerade faul, aber durchaus hat er auch bequem sein können. Und er hat auch nicht immer gemeint, man müsse gerade auf 5 Minuten vor Anfang der Stunde da sein. Aber so ein bisschen auch einer, der ausprobiert hat in dem Alter vor Pubertät und nachher. Und so habe ich ihn dann auch erlebt, wo ich dann seinen Weg ein bisschen weiter verfolgt habe. Und wo ich ihn dann angestellt
an der Pädagogischen Hochschule, wo ich dort mal Rektor war, hat sich das auch gezeigt. Wollen wissen, wollen etwas machen, wollen etwas in die Hand nehmen, etwas gestalten, das ist ein Charakterzug, der sehr, sehr bei ihm offen da liegt und wo er auch gerne einsetzt. Wir haben politisiert am Tisch. Mama hat, wo wir dann zuerst wieder waren, angefangen. Also wie hast du das eigentlich gehört? Sie hat eine rechte politische Karriere hat angefangen im Schulrat, dann Gemeinderat, Gericht, Grossrat, Stellvertreterin, Grossrat, bis zur Standespräsidentin dann 2007. Die Politik hat mich eigentlich seit Kind mit begleitet. Ich bin auch früher relativ in der Partei, habe während der Jugendzeit noch einmal einen Stamm von der SP besucht in Schiers, vielleicht auch zum Abgrenzen von Mama als Freisinnige, aber ich bin dann dort nicht sesshaft geworden. Und nach der Rückkehr aber in die Schweiz, nach dem Auslandeinsatz, habe ich eigentlich schon aktiv verfolgt, was passiert und habe mich interessiert. Bin aber in ein erstes politisches Amt erst, wo wir dann zu Fiedrich waren, in der Geschäftsprüfungskommission. Also von dem her ein eindeutiger Quereinsteiger in die Politik. Oder wir sind uns ja alle einig gewesen, wenn die Nominationsversammlung schafft, haben wir alle das Gefühl gehabt, der wird auch gewählt. Aber es ist ja dort überhaupt nicht klar gewesen, dass er nominiert wird. Weil dort natürlich eben sehr erfahrene Politikerinnen und Politiker im Rennen gewesen sind, die eben den ganzen Weg gemacht haben. Aber der Martin hat natürlich mit Waldbrand, mit Bondo, mit Corona gezeigt, was er kann, dass er auch bereit ist, für Graubünden gute Lösungen zu finden. Und zwar nicht nur für einzelne Gruppen, er hat probiert immer an viele Leute zu denken, hat von Schulen über Betrieb bis zu den Einzelpersonen probiert, in der Pandemie deine Lösungen zu finden, ist es innovativ auch gewesen. Also, ich meine, er hat nicht einfach Konzept übernommen von anderen Kantonen, sondern er zum Teil ist ja gerade in der Vorreiterrolle so war. Und das ist viel Dank ihm passiert. Und als ich dann in die Auslandeinsätze bin, zuerst im Nahen Osten, nachher Balkan, nachher Afrika, habe ich einfach gesehen, was das heisst, wenn eine Zivilgesellschaft kaputt ist, wenn kein Vertrauen mehr da ist, wenn kein Vertrauen in Behörden ist, wenn kein Vertrauen in anders Lebende, anders Denkende, die im gleichen Land leben, ist, wie schlimm das ist, wenn du täglich mit einer Auseinandersetzung konfrontiert bist. Und habe ja nicht ohne Grund schon das gewählt, in so ein Land zu gehen und probieren dort Erholung zu haben. Und habe, glaube ich, darum auch in der Schweiz immer wieder letztendlich mich im politischen Umfeld, im staatlichen Umfeld meine Arbeit gesucht. Es hat ja auch Möglichkeiten gegeben, anders zu machen. Und irgendwo hat mich das sehr gereizt. Ich bin ja bei den internationalen Beziehungen Verteidigung habe ich geschafft. Und 2008 habe ich anfangen als Praktikant dort. OSZE ist das Thema gewesen, Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa. Ist gerade der russische Überfall auf Georgien passiert, wo ich sehr nach darum mitbekommen habe. Und ja, hat gewisse Aktualität jetzt. Nachher wieder zurück auf Afrika, Kindheit dort, nachher beruflich können dort probieren, ein Projekt aufzugleisen, was dann letztendlich nicht geklappt hat, weil sich die Schweiz und du noch nicht ganz einig sind, wie man das machen will. Und nachher ein Jahr nochmal auf dem Balkan fast, in Sarajevo, wo man auch wieder sieht, auch 17 Jahre nach Waffenstillstand, die Gesellschaft immer noch gespalten, immer noch mehr Herausforderungen als Chancen, mehr Angst voreinander, fehlendes Vertrauen, aber was das heisst, wenn einmal etwas abeinander ist, bis es wieder tut, das braucht Generationen. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir in der Schweiz uns das vor Augen führen, dass wir eigentlich Vertrauen haben in unsere Behörden, wenn man zumindest die Statistiken anschaut, die Erhebungen. Aber gerade während der Corona-Zeit habe ich auch gesehen, wie dünn das ist, kann sein, wie schnell das Vertrauen kann geschädigt sein oder kaputt gehen und dass wir einfach unglaublich umsichtig müssen miteinander umgehen. Zitat aus der Aargauer Zeitung, wo steht, der Bündner Martin Bühler ist der Kopf hinter der innovativsten Schweizer Corona-Politik. Was hast du anders gemacht als andere? Mein Schwert da, glaube ich, das ist der Auslöser. Ich habe mich
ich kann die Geschichte so erzählen. In der ersten Welle haben wir agiert. Wir haben meine sehr früh müssen Entscheidungen treffen mit auf sehr dünner Informationsbasis. Wir haben gewusst, in Italien geht es nicht gut, überhaupt nicht. Und wir haben sehr früh die ersten Fälle im Engadin und sehr früh gerade müssen darum eine Entscheidung treffen, gerade noch den Engadiner Skimarathon bevorgestanden ist. Und gemeinsam mit den Chefen, mit den Regierungsräten, vor allem mit dem Regierungsrat Bayer natürlich, mit dem Leiter vom Gesundheitsamt, mit der Kantonsärztin, haben wir dort sehr rasch mit den Informationen, die wir hatten, probiert, eine saubere Analyse zu machen, einen Entscheid zu treffen. Und sind ja dort früher eigentlich Kurs, wo gesagt hat, wir tun jetzt mal Sachen absagen. Ich kann mich gut erinnern, eben Engadiner, Jalanda Marz, da hat es nicht nur Freude ausgelöst, wünsche es vorgehen, oder? Und gleichzeitig haben wir probiert, sehr früh den Dialog zu machen, obwohl wir die Gefäße noch nicht hatten. Beispielsweise bei der Engadiner-Entscheidung ist Vertreter vom Engadiner Marathon-Organisationskomitee am Tisch gesessen. Wir haben diskutiert und probiert, den Entscheid nachvollziehbar herzuleiten. So ist so die erste Welle. Und dann habe ich das Gefühl, ist man dort teurer. Die Schweiz ist dann ja, insgesamt in dem Lockdown, der gar nicht so hart der Lockdown war, wie die gemeint haben. Und hat man das überstanden, die Monate, und dann ist man in die Vorsorgephase von der zweiten Welle. Und dann ist so der Moment gekommen, wo dann die zweite Welle gekommen ist und angefangen hat, und wir eigentlich einfach 8 Monate später irgendwie immer noch nichts anderes an der Hand hatten, als wieder das Gleiche machen, hatte ich extrem Mühe gehabt. Wir konnten nicht recht aufzeigen, dass wir genug getan haben, um eben einen anderen Weg zu finden. Wir haben wieder nicht überraschen lassen als Europa, als Schweiz und somit auch als Graubünden. Also ich tue da überhaupt nicht nur Asche über unser eigenes Haupt. Und ich hatte extrem Mühe gehabt. Und dann ist parallel dazu vielleicht eine sehr individuelle Geschichte. Eine Mitarbeiterin in meinem Amt hat schon, muss ich sagen, die Mitarbeiterin ist international verheiratet mit einem Engländer. Und die hat schon früh gesagt, wir tun in der Schweiz zu wenig testen und wir kümmern uns zu wenig um andere Wege, die man auch geht. Und die Teststrategie hat man das erste Mal bereits im Frühling 2020 kurz diskutiert bei uns, ist aber dann nicht aufgenommen worden, das Konzept, weil auf Stufe Bund man vom asymptomatischen Testen nichts wissen wollte, weil das auch gar nicht vorgesehen ist. Und mit Eskalation eigentlich, je länger, je mehr, meine Mühe damit, dass wir keine Alternative den Leuten zu bieten haben, als ein Leben zu verbieten. Der Kanton Graubünden hat da klar eine Vorreiterrolle gespielt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, am Anfang hat Graubünden damit beginnen wollen und wir waren sehr interessiert, Entschuldigung für das Wort, aber waren wir sehr interessiert zu beobachten, was es gibt. Und wir haben beobachtet und wir sind dann zum Schluss gekommen, das ist eine gute Sache und dann diese mögliche Entwicklung. Das heißt, ja, diese Vorreiterrolle und wir sehen auch ganz genau dort, wo diese Massentests gemacht sind, dass es wirklich etwas bringt, dass es helfen kann. Die Lehre daraus, man sollte auf die eigenen Leute hören, die sind zum Teil sehr nach. Und dann vielleicht der Bündner-Kontext, wo man muss sehen, warum gehen gerade die Bündner den Weg, wird man vielleicht auch mehr gezwungen, innovativ sein als andere. Graubünden hat bei der ersten Welle irgendwann dann in der letzten Sportferienwoche Anfang von der Endphase von der Saison das Skigebiet zugetan. Ein Schaden, aber sehr gute Saison hatte, einigermaßen, nicht für alle gleich, muss vorsichtig sein, einigermaßen noch zu verdauen. Und als dann im November, Dezember es wie im Raum gestanden ist, dass eine komplette Wintersaison mit Weihnacht, Sportferien und das dazwischen könnte einfach nicht stattfinden, hat das auch bei den Leuten Ängste ausgelöst, Depressionen ausgelöst, wo man nicht vernichten darf und sagen, es geht um die Trappen, es geht um das Geld verdienen. Es ist um Existenzen gegangen, es ist um einen ganz wichtigen Teil vom Bündner Jahreszyklus gegangen, der komplett anders könnte stattfinden. Darum war der Druck bei uns vielleicht auch grösser, zum Alternativen aufzuzeigen zumindest. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich mir das schuldig. Und das war eigentlich der Auslöser für die Innovation. Also eine eigene Überzeugung, dass wir sehr gut müssen erklären, wenn wir derart in die Freiheitsrechte der Leute intervenieren. Und auch eine Auffassung,
dass man mühend alles andere probiert hat, um beim Normalen zu bleiben, vor, dass man derart Einschränkungen vornehmen darf. Und zum anderen sicher auch ein höher spürbarer Druck als vielleicht an anderen Orten in der Schweiz, wo einem auch ein bisschen vielleicht vor, wo wir vor näher drüber gekommen sind und was auch richtig ist. Jetzt wissen wir auch im Nachhinein, dass eben das Prättigau vielleicht nicht gerade das impffreundlichste Tal ist in Graubünden. Du wohnst im Prättigau, bist denn du angefunden worden? Ich glaube, der Prättiger ist nicht einer, der einem anfindet. Und ich bin aber jetzt nicht speziell aus dem Prättigau zum Teil angefunden worden, aber einfach als einer, der mit das Behördenhandeln klar mitverkörpert hat, ein Gesicht war von dem Vorgehen. Es ist mehr einmal ein zwei, drei Begegnungen, die ich gemerkt habe, es ist eine Verzweiflung, wo man mir sagen hey, bitte verstehe uns auch, wir sehen es anders und wir haben gar keine Wahl mehr, als es einfach so müssen zu sehen, wie jetzt das gemacht kommt. Er hat dort während der Pandemie hat er auch zeigen können, was er im Stand ist. Und auch dort muss ich sagen, hat er etwas auch wieder hat sich gezeigt, wo ich schon früher bei ihm gesehen habe, dass er immer probiert, auch auf die anderen zuzugehen. Also er hat ja dort in dieser Stellung als Verantwortlicher ja ziemlich viel zu tun gehabt mit den Leuten, die sich gegen Impfungen und weiss ich was sehr negativ verhalten haben und eingestellt haben und geschrieben. Und er hat ja, ich habe Briefe gesehen, wo wahrscheinlich jeden anderen die einfach in den Papierkorb getan hätte und gesagt hätte, ja, also das muss ich mir nicht bieten lassen. Und er hat dann wieder geschrieben und hat probiert, die ernst zu nehmen, auch wenn sie ihm da nicht geraten ist. Aber sie hat immerhin das Gefühl gehabt, mit dem kann man reden. Meine Frau sagt, also gerade was es um die Organisation geht von der Heimat, sie freut sich, wenn ich auch mal dann rum bin und das tun. Aber grundsätzlich plant sie ohne mich. Und wir haben ja ein altes Haus. Und dort ist es so, meine Frau ist Architekt. Sie hat alles geplant, auch konzeptionell vorbereitet. Die ganze Arbeit mit den Handwerkern, mit den Partnern. Und ich habe die Aufgabe, eher die handfesten Sachen zu machen. Schleifen, abspitzen, ausrupfen, eintragen. Und das tut mir auch gut. Also ich werde da sehr klar geführt. Auch mit den Kindern. Das ist etwas, was man sich auch zu arbeiten macht. Bin ich schon zu wenig präsent, weil ich eigentlich ja, ich bin mal Lehrer gewesen, habe eigentlich sehr gerne Kinder, habe sehr gerne Schule gehabt. Und dort möchte ich es wieder schauen, dass ich das besser organisiere, dass man es von mir kommt. Dass ich mit ihr mehr machen kann. Wenn ich etwas zu machen komme mit ihnen, dann glaube ich, ist das sehr gut für uns alle drei oder vier, je nachdem, wie wir unterwegs sind. Aber wenn du so fragst, ich mache zu wenig, ich muss mehr machen. Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo quasi die Grossfamilie noch gelebt kommt. Also meine Eltern haben je einen Haufen Geschwister und haben je bis heute miteinander sehr ein gutes Verhältnis. Wir haben miteinander erst August gefeiert, mit unzähligen Cousins und Cousinen. Und von dem her, so Familie als Gemeinschaft habe ich erlebt mit Aufwachsen. Wenn ich auf die Kernfamilie komme, Minetti hat auch viel gearbeitet, ist nicht so viel rum. Wenn er rum war, hat er eigentlich auch wieder gearbeitet. Einfach gehäut oder im Garten. Oder, also in dem Sinne, er war nicht der, der mit uns kam, ist, Lego spielen. Und gleichzeitig aber probiert, einfach mit ihrer Art uns aufzuzeigen, dass wir letztendlich selber die Sache in die Hand nehmen müssen. Und das hat er konsequent vorgelebt, hat auch sehr wenig vorgeschrieben. Höchstens einmal den Hinweis, dass man sich vielleicht einmal überdenken sollte. Und das nehme ich mit. Und in dem Sinne ist die Familie für mich schon der letzte Rückzugsort, aber jetzt mich da als grosser Familienmensch zu präsentieren, das wäre einfach nicht richtig. Aber gerade weil ich halt sehr viel anderes auch wichtig finde, ist noch schwierig. Also rein zeitlich kommt die Familie sicher fast immer zuletzt. Das ist nicht okay. Aber es ist trotzdem für mich sehr
eine wichtige Grundlage, um das machen, was ich mache. Bist du viel im Garten? Wenn du mal da bist. Ah, wenn ich mal da bin, gerne, ja. Aber also im Ganzen, im und um zu Hause, insgesamt bin ich eigentlich gerne. Aber man sieht mich nicht so viel im Garten, wahrscheinlich. Die Nachbarn nicht sagen, sie wie viel oder gerne im Garten. Also der Rasen ist noch nie gemäht. Wie? Der Rasen. Mal, das mache ich viel. Das habe ich letzte Woche gemäht. Der Klassiker am Samstag, hä? Nein, irgendwann gegen Abend einmal. Ja, also wir haben das können erwerben. Nachdem dass ich ja, aus dem Unterland und Ausland zurückgekommen bin, habe ich ja, eine Stelle gefunden zu Chur. Und zuerst haben wir auch zu Chur eine Wohnung und dann ein Haus. Und ich habe dann einfach gefunden, wenn wir schon wieder in Graubünden sind, würde ich eigentlich gerne wieder in Prättigau oder in einer Talschaft leben. Weil, also gerade wenn schon im, auf dem Lande, dann so recht. Und dann haben wir geschaut und sind uns nie einig gewesen, bis wir dann eben die Möglichkeit bekommen haben, um das auszuwerben. Dort war meine Frau dann auch einverstanden gewesen, dass könnte sich vorstellen, von Chur wegzugehen. Aber meine Frau hat das ganze Bauprojekt eigentlich aufgeleistet, geleitet, der Kontakt gehabt zu allen Handwerkern, zur Denkmalpflege beispielsweise. Und ich habe während dem Studium und auch während der Schulzeit noch zuerst bei Spengler Sanitär gearbeitet, aber auch auf dem Bau, bei Willibau. Und ich durfte die Handlangerarbeiten machen und beim Abspitzen der Fassade, die wir schon neu machen wollten, weil es sehr kaputt war, sind wir gerade in dem Bereich, dort, wo man jetzt sieht, wo es ein bisschen dunkler ist, auf alte Malerien gekommen. Und dann haben wir angefangen, sehr vorsichtig abspitzen und gesehen, dass es überall, über den Fenstern, an den Ecken, eben so Handbemalungen hatte ursprünglich. Und Denkmalpflege geht davon aus, dass das so Wandermaler waren aus Norditalien, die das gemacht haben. Dann haben wir das freigelegt. Und zusammen mit der Denkmalpflege meine Frau dann einfach es nur restaurieren ist nicht gegangen. Es war zu wenig Hummer. Man kann das also wieder bemalen in dem Stil miteinander gemacht. Und meine Frau hat selber auch ganz viel gemalt an der Fassade. Wer hat das gemacht? Das hat Marco Walli gemacht. Da sieht man sein Zeichen. Aber er hat das früher schon gemacht? Oder hat Nein, wir mussten die Tür ersetzen, die war kaputt. Okay. Und dann haben wir gefunden, wenn wir doch wieder schon einen haben, der so hübsch Holz schnitzt, dann fragen wir ihn. Und das hat er ganz dezent hat er das eingefügt. Da sind wir bei Nünstein im ersten oder untersten Stock. Auf der einen Seite ist der eher grosse Raum, wo früher ein Laden drin war. Das war der Zweck von dem Raum. Und auf der anderen Seite, wo die Küche jetzt drin ist und ein kleinerer Raum, wo wir jetzt essen, dort war ein Beizli drin, sagt man. Das sind die Zwecke, das ist der Zweck von den Räumen. Das Haus ist 1701, 1710 irgend so fertiggestellt worden. Also gut 300-jährig. Und oben drauf ist aber eigentlich ein Walserhaus aufgebaut mit einer Küche und einer Stube und oben dran ein Schlafzimmer. Es ist also nicht ein Patrizierhaus wie auf der Panier Luzerner Seite oder weiter vorne da im Dorf, sondern ist so eine Mischung. Zwei Partien haben hier gehauset, auf jeder Seite, mit je einer Küche. Noch ein bisschen ursprünglichere Küche. Mit dem nochmal ein bisschen älteren Ofen. Das die Stube, wahrscheinlich so dort die Partie, die ein bisschen mehr abpacken kann, scheinbar, weil das ist ein Arfentäfer. Und das ist die zweite Stube gewesen, zum zweiten
zur zweiten Küche, also für die zweite Partie. Und gemeinsam hat man den Gang gehabt. Das war eigentlich das System, wenn er im Haus gewohnt hat. Und oben nochmal sind dann die Schlafzimmer. Ja, dein Nachname Bühler, ist das eigentlich das Bühnergeschlecht? Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiss einfach, dass die erste Nennung, zumindest sagt das Minetti so, von dem Bühler-Geschlecht, wo wir abstammend in Tenna ist, im Safiental. Und nachher, dass dann unsere Vorfahren in Davos waren, Pfarrer waren, und dass der Ur-Ureni dann gefiederisch gekommen ist. Ja, Martin, was macht ein richtiger Bündner aus für dich? Na, da muss ich die Gegenfrage stellen. Was ist ein richtiger Bündner? Ein Prättiger, einer, der in der Surselva hauset und Sursilvan rätoromanisch redet, oder ein Misoxer aus San Vittore, der gerade neben dem Tessin lebt. Ich glaube, der Bündner kann man nicht so einfach festlegen. Wir haben so viele Unterschiede, das ist ja gerade das, was Graubünden so wertvoll macht. Die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen, der Reichtum. Ich glaube, ein Bündner, wenn man ihn pauschalisieren will, ist es wer, der genau das gerne hat, dass man aber nicht einfach zu platzieren sind. Es wäre, der anerkennt, dass die Welt bunt ist. Was ist dein Lieblingswort im Dialekt? Ja, das Lieblingswort, in dem Sinne habe ich keins, aber hübsch tut nicht immer ein bisschen gerade exklusiv machen, weil das kommt von innen aus, wenn man statt schön hübsch sagt, sagen wir so, und bezeichnet ja auch so hübsch. Das ist jetzt nicht schwierig zu suchen. Wir sitzen ziemlich nach an meinem Lieblingsplatz in Graubünden. Darum bin ich auch mit dir daher gekommen. Es ist schwierig, um über sich selber reden, wie man wirkt bei anderen. Wenn ich die Rückmeldungen nicht mehr, gerade eben aus diesen Kreisen, die ich tun kann, über den Kanton aus, dann nimmt man uns nicht erst seit Corona sehr wohl als eigensinnige sehen, eigen denkend, aber auch unabhängig war, glaube ich. Aber vielleicht muss ich noch eher sagen, wie wirkt der Prättiger oder ich als Prättiger auch nur schon im Rest des Kantons. Und dort habe ich viel lernen. Das wird man auch in diesen Gesprächen merken. Ich tue oft relativieren, vielleicht ein bisschen abspielen. So sind wir. Wir tun es vielleicht schwer, gerade wenn wir nicht sicher sind, ob es was ganz klar ist, das auch als ganz klar zu benennen. Und ich habe von meinem Kom-Spezialisten mal lernen, ich soll nicht immer auch noch auf die Probleme hinweisen, freiwillig, sondern ich soll einfach immer das Gute nennen. Und das fällt mir nicht leicht. Und ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen prättiger spezifisch vielleicht ist. Nicht bei allen, aber bei vielen. Vielleicht bei mir. Was ist das grösste Vorurteil gegenüber einem Bündner? Ach, also ich weiss nicht, du hast mich vorher gefragt wegen der Wahrnehmung außerhalb von Graubünden. Und doch auch renommierte Journalisten haben dann nichts anderes gewusst als bei der ersten Frage. Graubünden kennt man, Subventions, Maluns, Kapuns, irgend so. Und dann muss ich dann mal sagen, ja, in Ordnung, man kann diese Vorurteile haben. Die Vorurteile sind zum Teil natürlich, wenn man die Zahlen schaut, auch gerechtfertigt. Aber man bitte tut man dann immer auch berücksichtigen, auf was für eine Fläche, in welcher Umgebung wir da sind. Ja, einmal muss man das unbedingt hinnehmen, es ist ja so, aber einmal darf man es auch relativieren. Meine Tasche, die ist ziemlich abgewetzt schon. Die habe ich mir gekauft, als ich an die Pädagogische Hochschule aus den Zeit, also bei den internationalen Beziehungen, wo ich viel im Ausland bin, zurückgekommen bin. Und hier so etwas Lehrerhaftes vielleicht. Und ich habe mir dann drum nach Amtswechsel sogar einmal eine neue Tasche gekauft. Ich habe dann aber wieder die Führung genommen, habe die schon zweimal flicken lassen. Ich lasse sie jetzt noch das dritte Mal flicken. Und da drinnen, das ist so wie das Handy, ein Begleiter, den habe ich immer dabei. Da ist mein Buch drin, der Computer steht jetzt gerade auf dem Tisch. Da ist meine Festplatte drin, wo ich auf sehr vieles gerade zugreifen kann. Computer, Akte. Ist so wie das Handy. Also was, wo meine Arbeit eigentlich täglich begleitet. Und darum, eben, ich werde die auch noch das nächste Mal flicken lassen, bis es auseinandergeht.
Was bedeutet der Steinbock für dich? Ja, der Steinbock ist ein unglaublich hübsches Tier. Ein stolzes Tier. Ein Tier, das in unsere Landschaft gehört, passt. Verkörpert für mich so ein bisschen der, vielleicht der Bündner, den es nicht gibt. Wirkt auf den ersten Blick vielleicht fast grindig mit diesen Hörnern. Und wenn man aber schaut, wie der Steinbock sich im Gelände bewegt, dann ist das agil, flexibel, wir kämpfen ihn nie an. Mir gefällt, dass der Steinbock unser Wappentier ist. Also der Heuberg ist für mich, seit ich ein kleines Kind bin, bis heute in unterschiedlichster Art ein Rückzugsort, ein Bezugspunkt, so wie ich es aus keinem habe. Als kleines Kind, meine Eltern mit uns schon dort, haben wir geheult noch mit den Geschwistern von Matti und Grossfamilie für die Nani, die noch gebaut hat. Als Jugendliche waren wir da oben, haben Silvester gefeiert miteinander, haben Schanzen gebaut. Ich habe da oben gelernt, Snowboard fahren, ich habe da oben gelernt, Ski fahren. Ja, es ist kein Ort, wo ich über alle Lebensphasen weg so viel Bezug habe wie der Heuberg.